Hallo, heute gibt es das erste Video zu Unity bzw. zu Unreal Engine. Das einfach ein kleiner Vergleich mache ich. Und genau, da fange ich mit Unity an. Das hier ist die Unity-Plattform. So schaut es aus, wenn man startet. Da gibt es jetzt, ganz grob gesagt, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, genau, das ist der Launcher, kann man 2D- und 3D-Projekte machen. Und das da hier ist jetzt halt ein 3D-Projekt. Also man hat hier jetzt halt auch die ganz normale 3D-Umgebung, wie jetzt halt in der CryEngine auch. In der CryEngine ist halt nur für First Person eigentlich geeignet und Unity kann man auch für 2D-Sachen verwenden, genauso wie die Unreal Engine. Genau, wie man hier sieht. Bleiben wir noch kurz bei Unity Engine. Man kann hier ins Spiel auch reinjoinen. Also das da hier ist jetzt halt zum Editieren. Hier kann man dann halt spielen, so wie das dann im Spiel ausschauen. Und hier hätte man Asset Store, also man kann sich auch Sachen runterladen. Genau, hier hat man genau die ganzen normalen Sachen wie auf Play klicken. Dann könnte man ins Spiel reinjoinen, aber hier ist gerade nichts, deshalb geht das nicht. Man hat ja einfach die ganz normalen Auswahlwerkzeuge wie in der CryEngine auch. Es gibt Hierarchiefenster, Auswahl von Objekten, was man in Ordner gespeichert hat, Exempelordner. Genau, sind dann verschiedene Sachen schon im Vorfeld drin. Das wird auch meistens an der Seite, dann werden normalerweise auch die Sachen angezeigt. Schau mal, kann man eigentlich alle da reinziehen. So, jetzt hat. Genau, in rechts hat man jetzt halt hier die Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Im Grunde, die sind eigentlich. Die ganzen Programme, Engines sind eigentlich relativ gleich. Ja. Also wenn man jetzt halt hier wenn ich das über Unity mache, eine Reihe, YouTube-Reihe, dann werde ich über ein, wie heißt es hier nochmal, so ein Space, ja, so ein Weltraumspiel machen, wo man das Raumschiff von oben sieht und dann halt so Asteroiden und gegnerische Schiffe abschießen muss. Ich glaube, so ein Spiel kennt, glaube ich, jeder. So was in der Art werde ich machen und nicht das gleiche wie in der CryEngine. Genau. Hier oben hat man die ganz normalen Einstellungsmöglichkeiten. Hier gibt es verschiedene Fenster, die man öffnen kann. Die ganz normalen Sachen. Was auch ist, man kann auch Spiele fürs Handy machen. Für jede Plattform, grob gesagt. Das geht mit Unity auch. Mit der CryEngine hätte man da jetzt ein bisschen Probleme, das ist nicht schon vorher drin. Genau. Was gibt es noch zu sagen zur Unity Engine? Ich glaube mal nichts. Also wenn, dann wäre das ein 2D-Projekt. Wie ich es vorhin gerade gesagt habe. Genau, dann gehen wir zur Unity Engine. Ich habe jetzt hier einfach mal ein 3D-Projekt schon mal geöffnet, so ein Beispiel-Projekt, wie man das hier so sieht. Man hat hier jetzt halt die ganz normale Einstellungen, wie jetzt bei Unity auch, hat man alles gesehen, ist halt genau der gleiche Aufbau. Und dann hat man die Möglichkeit, Sachen auszuwählen. Rechts hat man dann wieder Sachen zum Einstellen. Genau, wenn man mal was anklickt, sieht man es. Hier hat man ein Hierarchiefenster. Genau, wird man auch alles an- und ausschalten. Links hat man noch Sachen zum Reinziehen. Es ist da auch noch dabei, ja, Licht, alles Mögliche zum schnell reinkommen. Es gibt halt hier noch verschiedene Sachen zum Bearbeiten der Map. Genau, hier könnte man jetzt halt verschiedene Hügel und so weiter machen, wie in der CryEngine. Ja, das
Das würde ich ja dann halt im Video dann separat erklären. Ich würde jetzt halt bei Unity würde ich so, ja, auch in Open World würde ich da, würde ich sowas machen, in der Richtung Open World. Natürlich könnte man auch andere Sachen machen. Da könnte ich auch schnell nochmal das starten. Das ist jetzt halt der Launcher, wo man von Epic Games braucht. Da hat man jetzt halt, das wäre jetzt die Version 4.13.2. Man bräuchte dann dazu das Open World Demo. Da hat man dann halt noch verschiedene Sachen drinnen zur Demo. Das ist ja halt die Starter-Kollektion. Genau. Da gibt es halt hier schon Sachen, die schon dabei drin sind. Hier. Und die müsste man dann runterladen, wenn ich das jetzt halt über Unity machen würde. Das wäre halt die Möglichkeit, ein Open World, noch ein weiteres Open World Event zu machen. Aber ja, muss man halt mal schauen. So, wollte ich nochmal starten, ein neues Projekt erstellen. Einfach mal zu zeigen, was hier noch so geht. Wenn man ein neues Projekt erstellen will, hat man jetzt halt hier verschiedene Möglichkeiten einzustellen oder vordefiniert. Das wäre jetzt halt blank, also ohne irgendetwas. Dann gibt es hier das First Person, Flying, ein Puzzle Game könnte man auch machen. Rollenspiele. Hier hat man zum Beispiel was mit einem 2D, also man sieht das von vorne. Twin-Stick-Shooter, das wäre auch noch etwas, was man machen könnte. Oder Vehikel, also ein Rennen. Das wäre auch alles Möglichkeit. Hier gibt es auch meist immer eine Beschreibung dazu, was das alles genau ist. Ja, das wäre halt einfach von oben Ansicht und könnte man so rumfliegen. Genau. Das da hier wäre jetzt halt, sagen wir, ein Shuffle Run Spiel in 2D-Form. Man sieht es einfach von vorne und wieder hin und her rennen mit diesem Manschgal da. Wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. In 3D würde es auch gehen. Da gab es erst vor kurzem, kam da glaube ich eh erst ein Spiel raus mit Jump'n'Run in einer Stadt. Das wäre jetzt halt im Grunde so was Ähnliches. Was könnte man auch machen. Muss man einfach schauen, auf was ihr Lust habt. Das könnt ihr dann halt abstimmen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, welches ihr dann halt lieber haben mögt. Von den diesen zwei Varianten, Unity oder Unreal Engine. Und dann halt auch noch am besten bei der Unreal Engine noch, welches dieser Sachen ihr gerne haben möchtet. Ob ihr was anderes haben möchtet oder wieder ein Open World. Das würde ich halt dann halt. Wahrscheinlich wird es dann Open World werden. Ich glaube, das interessiert die meisten. Genau, in Unity habe ich es ja vorhin schon erzählt, was es dann wird. Das wird dieser Space Shooter, wenn es das gewählt wird. Genau, hier oben hat man dann halt noch die verschiedenen Sachen. Hier kann man ein Spiel reinjoinen. Was auch noch ist, in der Unity gibt es nicht so ein Flowgraph wie in der CryEngine. Das gibt es nur, das gibt's nur in Unreal Engine, da gibt es den noch. Das müsste glaub, das glaube ich sein. Naja, so in der Unreal Engine gibt es so eine Sache noch, genau hier haben wir es. So schaut es zum Beispiel in der Unreal Engine aus. Wird es dann halt da auch noch geben. Das ist bisher komplexer, die Unreal Engine, meiner Meinung nach, ist aber dafür auch wesentlich übersichtlicher. Was auch ist, es gibt hier immer so ja, wie soll ich sagen, Tutorials vom Programm selbst, also wenn man Englisch kann. Es gibt es nur, soviel ich weiß, in Englisch. Und genau, da kann man es sich auch noch mal kurz einarbeiten. Genau, das war es auch schon von diesem Video. Es hat nur einen kleinen Einblick geben. Und schaut
Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gerne machen wollt. Von diesen beiden, eins von diesen beiden werde ich machen. Und genau, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.